Das neue Jahr ist ja noch recht frisch. Entsprechend ist das Interesse an guten Vorsätzen sehr groß. Die Klickzahlen zu diesem Thema möchten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Deshalb teste ich an mir selbst eine Woche lang die angesagtesten Neujahrsvorsätze. Willkommen zum Neubad-Experiment. Dieses Vorhaben will gut vorbereitet sein. Es folgen anstrengende Tage und Nächte der Recherche. Neujahrsvorsätze, ein sehr umfangreiches Gebiet, wie mir klar wird. Im Anschluss werde ich 7 Tage lang diverse Vorsätze testen, die mich an die Belastungsgrenze bringen werden. Tobi, mit welchem Vorsatz fangen wir an? Essen. Gesunde Ernährung. Ein interessanter, jahrtausendalter Brauch, Essen. Das gehört für viele Menschen einfach dazu. Einige schwören sogar darauf, täglich etwas zu sich zu nehmen. Im neuen Jahr soll es aber gern auch mal etwas gesünder sein als sonst. Nicht mehr so viel Junkfood. Und das bedeutet selber kochen. Selber kochen macht häufig sogar Spaß und kann zu einer regelrechten Freizeitbeschäftigung werden. Ich bin gespannt, ob mir das Ergebnis schmecken wird, aber so viel kann ich schon mal sagen. Ja, mir knurrt etwas der Magen. Ja, es ist ungewohnt, nicht einfach ins Restaurant zu gehen, wenn man Hunger hat. Ja, sieht gut aus. Gerade fürs erste Mal. Aber hier, wieso denn noch ein zweiter Teller? Kommt da noch jemand oder was? Viele Menschen nehmen sich vor, uneigennützig Gutes zu tun. Was so einfach klingt, ist es manchmal aber gar nicht. Von allen Dingen, die ich für dieses Experiment mache, ist dies der härteste erste Schritt. Ich hatte schon erwartet, dass es schwierig wird. Aber jetzt, wo es gleich ernst wird, ist die Hürde doch größer als gedacht. Ärzte ohne Grenzen. Von einem Informanten habe ich erfahren, dass diese Organisation weltweit Menschen in Not hilft. Es ist vollbracht. Ich habe soeben eine Spende von 5 Euro angewiesen. Natürlich geht das vom Produktionsbudget ab. Aber dennoch, ich habe tatsächlich das Gefühl, fremden Menschen geholfen zu haben. Mein nächster Vorsatz lautet, ich möchte mehr Komplimente verteilen. Jeder liebt Komplimente, aber seien wir mal ehrlich, im Alltag kommen diese verlogenen Höflichkeiten oft viel zu kurz. Dabei haben Studien ergeben, wer Komplimente erhält, der fühlt sich einfach besser, der wird resistenter gegenüber Kritik und bekommt ein größeres Selbstvertrauen. Mein Herr, guten Tag. Sie sehen sehr gut aus. Eine fantastische Halbglatze. Sehr gut, weiter so. War gar nicht mal so schwer. Ja, jetzt würde ich am liebsten natürlich noch ein paar mehr Komplimente verteilen, aber weit und breit ist hier keiner. Boah. Tobi, weißt du was? Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle abbrechen. Es tut mir leid. Ihr drei, ihr räumt mal die Technik zusammen und der neue Praktikant, der hilft dem Kameramann. Ey, sag mal, Thies, meinst du nicht, du könntest dem einen oder anderen aus dem Team... Tobi, mir ist kalt. Ja, wir sehen uns gleich drin. Ihr kriegt das ohne mich hin, ja? Mehr Sport treiben bzw. überhaupt Sport treiben, auch so ein Vorsatz, von dem viele schon immer gehört haben. Ich bin in einem sogenannten Fitnessstudio und würde mal sagen, Sportmannsheim. So, liebe Zuschauer, das war der Vorsatz Sport treiben. Ich bin jetzt etwas aufgewärmt und könnte noch lange weitermachen, aber der Zeitplan. Ich habe ja leider nur 7 Tage für dieses Experiment. Wollten wir nicht eigentlich mal das mit dem weniger angeben machen? Mache ich nachher schnell. Nebenbei ist eine Kleinigkeit für mich. Ja, okay. Ah, danke. Aber wenn noch irgendwas ist, dann... Ja, okay. Danke. Ja,
Tag 7 des Neubert-Experiments. Wir haben jetzt länger nichts von Thies gehört. Ich weiß auch nicht. Wir rechnen mit dem Schlimmsten. Hallo, wir kommen wahrscheinlich zu meiner größten Herausforderung. Mein nächster guter Vorsatz: Ich verzichte auf Elektronik, auf Telefon und Internet. Aus diesem Grunde habe ich mich in dieses Funkloch hier mitten in der Walachei eingemietet. Ja, und sobald ich dieses Video fertig gedreht habe, werde ich das Handy ausschalten und schauen, wie ich mir die Zeit vertreibe. Ich habe mir beispielsweise ein paar Bücher besorgt. Hier. Und vielleicht schaffe ich es entsprechend auch mal, endlich Polnisch zu lernen. Oder auch Gitarre. Die steht schon bei mir seit 92 rum. Ich bin gespannt. Wir werden sehen. Bis dahin. Also, wie geht das Ding jetzt hier aus? Sollte ich vielleicht noch der Redaktion. Laut einem anonymen Hinweis soll sich Thies in dieser Hütte in der Walacherei befinden. Wanderer hatten sich darüber beschwert, dass sich hier wohl Polen lautstark bei E-Gitarrenmusik über Nietzsche und Rosamunde Pilcher unterhalten haben sollen. Ja. Scheiße. Ja, passt auf jeden Fall. Boah, hoffentlich ist das jetzt wirklich. Ja, noch ein paar Quittungen von mir, die ich langsam mal einreichen müsste. Tag, Branche. Sieh mal, Tobi, ich bin jetzt auch ein ganz anderer Mensch geworden. Ich bin viel ruhiger jetzt. Weißt du, Thies, meinetwegen kannst du so viel Slavistik studieren, wie du willst. Wenn dein Vertrag hier erfüllt ist. Naja, da muss doch irgendwo so eine Klausel oder irgendwas. Da, da steht's doch. Dieser Vertrag wurde geschlossen mit einem gewissen Herrn Thies Neubert. Ich ändere einfach meinen Nachnamen. Ich heirate. Du, mach mal besser die Kamera aus jetzt. Das ist ein Vorsatz. Keine Experimente mehr. Darauf, Tobi, könnt ihr euch verlassen.